Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Conan Exiles, natürlich ein Guide. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Als damals die Gorillas und Yetis in das Spiel als Pets eingefügt wurden, habe ich damals bereits einen Guide über diese Tiere erstellt. Allerdings ist seitdem jede Menge Zeit vergangen, ich glaube fast ein Jahr, ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig, seit wann sie genau im Spiel sind, und eine Menge hat sich seitdem getan. Ich weiß es noch, relativ häufig kriege ich Kommentare unter diese Folge gepackt, wo ich gefragt würde, hör mal, Erod, was ist los? Ich lege da Herzen in diese Truhe von Hanumans Grotte rein und es gibt nichts anderes außer Tränke. Ebenso haben mir manche vorgeworfen, dass die Informationen, die ich in dem Video euch präsentiert habe, nicht richtig sind. Ja, in der Tat haben sich viele Dinge geändert. Die Truhe hat zum Anfang eine recht hohe Spawnrate gehabt. Wenn man dementsprechend die richtigen Herzen reingelegt hat, kam auch fast jedes Mal irgendein Begleiter raus. Anfänglich wurde diese Truhe stark genervt und die Drop-Wahrscheinlichkeit lag nur noch bei 2 bis 5%. Dann war die Truhe für eine sehr lange Zeit komplett verbuggt gewesen, wo überhaupt kein Begleiter rausgekommen ist. Dies wurde gestern geändert und auch die Drop-Wahrscheinlichkeit für Begleiter wieder angehoben. Jetzt sind es nicht lächerliche 2 bis 5%, jetzt sind es wieder 20%, so wie es ursprünglich auch geplant ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr für ein Herz nur einen Trank bekommt, liegt bei 80%, einen Begleiter bekommt ihr bei 20%, mit einer einzigen Ausnahme, aber da kommen wir später hin. So, ich habe jetzt hier einfach mal alle Gorillas und Yetis und Affen und was weiß ich nicht alles aufgestellt. Die werde ich euch gleich präsentieren. Hanumans Grotte, der Bereich, wo ihr diese Truhe, diesen Altar findet, befindet sich hier in der südlichen Wüste, ganz in der Nähe der Spawnpunkte, wo ihr das erste Mal euer Abenteuer in der Welt von Conan Exiles beginnt. Ihr müsst einfach in den Reiter H3 wandern und dort relativ mittig gesehen ist Hanumans Grotte. Was findet ihr in dieser Grotte? Ich werde es euch mal kurz zeigen. Ihr findet jede Menge Kristall. Hanumans Grotte ist auch heute noch ein Lieblingsfarmort von vielen Conan Exiles Spieler, die Kristalle brauchen. Ansonsten findet ihr jede Menge degenerierter Imps. Aber auch, wenn man ein bisschen weiter guckt, den König der Degenerierten, den degenerierten Imp-König. Hört sich komisch an, da steht er schön mit seinem gusseisernen Pisspot und der Bratpfanne am Arsch. Da ist er. Aber das ist natürlich nicht alles. Wenn ihr in diese Grotte eindringt mit einem geringen Level, seht euch vor dem König hier vor. Er ist ein Unterchampion, das heißt, er hat einen Totenkopf und ist dementsprechend auch schwerer zu besiegen. Dann ist hier dieser Wassertümpel, in den wir entweder eintauchen können und dann da unten durchtauchen können. Wir können aber auch an der Oberfläche bleiben und einfach hier über diese Steine kraxeln. Das ist euch überlassen, wie ihr es am liebsten machen möchtet. Ebenfalls gibt es hier dieses Leuchtkraut, das später im späteren Spielverlauf für euch wichtig sein wird. So, und da sehen wir ihn bereits, Hanumans Altar. Ebenso einen T4er, der dort am Beten ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man Valis der Treue, der immer hier erscheint, von euch getamed werden kann. Also ob man ihn einfangen und ins Rad der Schmerzen einspannen kann. Ich glaube es mal nicht, ich weiß es aber nicht, ich habe es nie probiert. Wenn ihr ihn tötet, bekommt ihr auf jeden Fall von ihm ein Herz. Aber ich stelle euch die Herzen jetzt einmal der Reihe nach vor. So, das
grundlegende Herz, das man am leichtesten bekommen sollte, ist das einfache menschliche Herz. Alles, was ihr dafür benötigt, ist einen Altar des Seth und den typischen Opferungsdolch des Seth. Geht einfach zu irgendwelchen NPCs hin, die ihr besiegt habt, schlachtet sie damit aus und ihr erhaltet immer ein menschliches Herz. Es ist euch überlassen, ob ihr dieses menschliche Herz dann im Altar des Seth opfern wollt oder ob ihr es zu Hanemans Grotte bringen wollt, um es in den Altar, eher gesagt in die Altartruhe reinzulegen. Das menschliche Herz im Spiel ist der einzige Gegenstand, für den es keinen Begleiter gibt. Die Drop-Wahrscheinlichkeit ist bei 0,0%. Dafür ist 100%, dass ihr den Trank Hanumans Gabe erhaltet. Was dieser Trank kann, zeige ich euch später. Wenn ihr Valis den Treuen besiegt habt, wird er das verdorrte Herz droppen. Das Herz eines Jüngers von Hanuman. Dieses Herz wurde der Brust eines treuen Jüngers von Hanuman entrissen. Ihr bekommt dieses Herz nur hier bei diesem Gesellen in dieser Höhle. Nirgendwo anders, nirgendwo sonst. Das Herz der Sippengeißel. Wenn ihr oben im hohen Norden, im Dungeon des Schwarzen Feste, Tyros besiegt habt, habt ihr dieses Herz so gut wie sicher. Baut Tyros einfach ab mit einem Pickel und ihr werdet mindestens ein Herz erhalten. Was ihr mit diesem Herzen macht, ist euch überlassen. Ihr könnt es benutzen, um euch die Rüstung zu kräften. Ihr könnt es aber auch verwenden, um Hanumans Gabe zu erhalten oder um einen neuen Begleiter zu erhalten. Welcher Begleiter das ist, erfahrt ihr später. Dann haben wir noch das Herz eines Helden. Das Herz eines Helden kann bei Reliktjägern Bossen gefunden werden. Also die Champions der Reliktjäger, die mit drei oder einem Totenkopf. Die mit einem Totenkopf sind nur Unterchampions, die mit drei Totenköpfe sind Champions. Wenn ihr diese Herzen unbedingt haben wollt, besucht die namenlosen Stadt. Dort findet ihr 5 Spots, wo ihr Reliktjäger finden werdet. Dort ist auch immer ein Champion mit dabei. Einmal hier an diesem Bereich, hier dieser Bereich, hier dieser Bereich, hier und hier. Dort findet ihr die 5 Spots, wo ihr Reliktjäger in der namenlosen Stadt finden würdet. Ansonsten ist es natürlich noch in Sepermu, da müsst ihr aber aufpassen, wo ihr angegriffen werdet, ob da überhaupt ein Champion dabei ist oder nicht. Aber wenn ihr diese Herzen haben wollt, garantiert in der namenlosen Stadt. So, ansonsten bliebe noch das Herz eines Nordheimers. Das Herz eines Nordheimers ist genauso wie das Herz eines Helden. Es muss von euch gefarmt werden. Wo? Dafür müsst ihr einfach in die Siedlungen des Nordens vorrücken. Ihr findet das Herz eines Nordheimers hauptsächlich hier in Neu-Asagard. Haltet dort einfach Ausschau nach T4 Thralls, die ihr besiegen müsst. Oder aber hier bei den Hügeln der Toten. Hier sind natürlich auch Berserker, die natürlich auch T4 Thralls sind. Allerdings haben diese Berserker in der Regel immer ein Herz eines Nordheimers mit dabei. Also einfach hier beim Hügel der Toten, hier etwas im Wasser rumtappen, da ist meistens ein Berserker, aber ansonsten auch hier in diesen kleinen Dörfern. So, last but not least, das Herz der Sande. Das Herz der Sande ist ein Reliktgegenstand, den ihr aus 3 Gegenständen erst wieder zusammenfügen müsst. Wie ihr das machen könnt, erfahrt ihr in einem anderen Guide, den ich vor langer Zeit online gestellt habe, wo ich euch nicht nur das Herz der Sande präsentiert habe, sondern wie ihr das Spiel Conan Exiles komplett durchlaufen bzw. beenden könnt. Aber es kann auch verwendet werden, wenn ihr es wollt, um einen Begleiter, einen affenartigen Begleiter, so nennen wir ihn jetzt einfach mal, zu erhalten. Vom Herz des, also vom verdorrten Herz bis zum Herz der Sande kann ein Begleiter droppen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Begleiter droppt, ist 1:5 oder wie gesagt eben 20%. Die 80%ige Wahrscheinlichkeit ist, dass Hanumans Gabe
Kommt, schauen wir uns Hanumans Gabe mal an. Ich besorge mir das jetzt einfach mal hier aus dem Admin-Menü. Gabe. So, da haben wir sie. Hanumans Gabe. Schauen wir einfach mal. Eine von Hanuman gewährte Gabe. Zu 100% immer bei menschlichen Herzen, wohlgemerkt. Diese mehrfarbige Tinktur kann getrunken werden, um einem Attribut einen zufälligen Bonus zu gewähren. Das heißt, wenn ihr dieses Zeug getrunken habt, ist eins eurer Attribute, zufälligerweise, es ist der Zufall, welches davon, um 3 Punkte für eine gewisse Zeit erhöht. Schauen wir mal. So, erhöhtes Überleben. Aha, wunderbar. +3. Wie gesagt, vorhin, als ich es das erste Mal ausprobiert habe, um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich Belastung bekommen. Jetzt habe ich Überleben bekommen. Das heißt, es ist auch ein, es ist ein wechselhafter Punkt. So, die Herzen investiere ich jetzt nicht. Ihr könnt diese Herzen nicht separat in diese Truhe legen. Wenn ich diese Truhe jetzt mit E anvisieren würde, eher gesagt aktivieren würde, wären alle Herzen sofort weg. Und ich würde dementsprechend Tränke oder Begleiter kommen. Da ich euch aber noch zeigen möchte, was ihr für Begleiter bekommen könnte, werde ich es jetzt nicht machen. Alternativ liegt hier noch ein Journal, das ihr an euch nehmen könnt, wo eine verschimmelte Notiz drin ist. Die anderen mögen vor langer Zeit gestorben sein, ich aber werde bleiben. Meiner Loyalität tun die widerwärtigen, schwachen Kreaturen in dieser Höhle keinen Abbruch und auch der Mangel an Nahrung und sauberem Wasser entmutigt mich kein bisschen. Hanuman prüft mich, ich weiß es. Zu gegebener Zeit erhalte ich meinen Lohn. Ja, das ist wahrlichste Treue. Alternativ liegt hier manchmal auch noch eine Schriftrolle. Ich weiß nicht, warum sie jetzt hier nicht liegt. Vermutlich habe ich sie schon eingesackt und die enthält das Gebet von Hanuman. So, laufen wir wieder raus. Da ist der Leuchtschleim, den brauchen wir jetzt nicht. Sehr schön. So, natürlich schützt euch diese Höhle auch vor Sandstürmen. Solltet ihr in einem niedrigen Level sein und ein Sandsturm euch überraschen und euch kümmern diese Degenerierten nicht, lauft einfach in diese Höhle rein und ihr seid safe. Zumindest vor dem Sandsturm. Hier ist ein Massenauflauf. Scheint irgendwas umsonst zu geben. So, gucken wir uns einfach einmal an. Von den 5 Affenartigen, die ihr in Hanumans Grotte erhalten könnt, erhaltet ist der Schwächste der Gorilla. Den könnt ihr mit einer 20%igen Wahrscheinlichkeit vom verdorrten Herzen erhalten. So, schauen wir mal. Der Gorilla hat einen Lebensfundus von 639 Punkten und ist damit am schwächsten. So, als nächstes ist der graue Affe. Der graue Affe wird durch das Herz der Sippengeißel herbeigerufen. Wie gesagt, 20%ige Wahrscheinlichkeit. Er hat schon ein wenig mehr Leben, nämlich 747 Punkte. Als nächstes kommt der Yeti-Beschützer. Der Yeti-Beschützer kann... Moment, habe ich es jetzt richtig gemacht? Moment, jetzt muss ich mal eben gucken. Nee, jetzt hätte ich beinahe einen fundamentalen Fehler gehabt. Der Yeti-Beschützer wird durch das Herz eines Nordheimers heraufbeschworen und hat bereits 1197 Lebenspunkte. Direkt danach ist der Silberrücken-Gorilla, der durch das Herz eines Helden hervorgerufen werden kann. Er hat 1523 Punkte. So, und jetzt die absolute Krönung der affenartigen Begleiter, die wir haben können, ist der schwarze Yeti-Beschützer. Der kann durch das Herz der Sande heraufbeschworen werden. Früher war es so gewesen, dass wenn man ein Herz der Sande in die Truhe reingelegt hat, zu 100% immer ein schwarzer Yeti-Beschützer dabei rausgekommen ist. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Auch hier ist die Wahrscheinlichkeit bei 20%. So, selbstverständlich können auch diese Affenartigen Nahrung zu sich nehmen. Ihr könnt sie ganz normal an euch binden, sie können auch leveln und dementsprechend ist es wichtig, dass ihr wisst, welche Nahrungsmitteleinheiten was beursachen. Gucken wir uns einfach mal seine Werte an. So,
Effekte werden im Moment nicht aufgeführt, da ich ihn nicht gefüttert habe. Er hat genauso wie wir Attribute in Stärke, Beweglichkeit, Vitalität, Präzision und Überleben. Im Gegensatz zu unseren menschlichen Begleitern, denen wir Rüstungen anlegen können und dadurch noch die Attribute beeinflussen können, können wir das bei tierischen Begleitern natürlich nicht. Also haben wir die einzigste Möglichkeit, sie entsprechend zu leveln, indem wir sie entsprechend füttern und dadurch die Wachstumschance anheben. Diese Wachstumschance ist natürlich nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar. In der Regel sind es 45 Minuten, wo diese Wachstumschance als Boni anhält. Levelt der Begleiter auf, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Attribut dann entsprechend gesteigert wird, dementsprechend erhöht. So, schauen wir einfach mal. Fangen wir einfach bei den Pflanzen an. Pardon. Jede dieser Einheiten heilt euren Begleiter natürlich auch. Pflanzen und Samen heilen euren Begleiter um einen Punkt pro Sekunde. Wüstenbären haben 2 Punkte pro Sekunde, Hochlandbären 3, Ranken 4, der Bovist als Pilz 6 Punkte, schattengewürzte Pflanzenfasern 7 Punkte, Gärmittel 8 Punkte, Hopfen und Malz, Gott erhalts, 9 Punkte und der Purpurlotus, die Purpurlotusblüte, ganze 10 Punkte. So, die Purpurlotusblüte übrigens könnt ihr nur hier im Sumpfgebiet oder im Dschungel, könnt ihr nennen, wie ihr es wollt, es ist offiziell der Dschungel, ich nenne es immer Sumpfgebiet, nur hier nördlich der östlichen Kaserne an diesen Tümpel finden. Ihr findet dort ein paar Vögel, die dort rumpatrouillieren und natürlich jede Menge Imps hier an der östlichen Kaserne. Aber Purpurlotus könnt ihr hier in diesem Bereich ganz locker und bequem farmen. So, gucken wir einfach mal. Wenn wir unserem Gorilla oder unserem affenartigen Begleiter, egal ob es ein einfacher Affe, ein Gorilla oder hier der schwarze Yeti ist, die haben alle die gleichen Wachstumsraten. Wenn wir dem Pflanzenfasern geben, haben wir plus 3% in Stärke, plus 3% in Beweglichkeit und plus 7% in Vitalität. Natürlich nicht in den Hauptattributen, sondern nur in der Wachstumswahrscheinlichkeit. Das sind Prozentwerte und die präsentiere ich euch. Verfüttern wir dem Samen, haben wir eine plus 14%ige Chance, dass der Charakter, haben wir eine plus 14%ige Bewegungswahrscheinlichkeit, also Beweglichkeitswahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich, nee, jetzt habe ich ein kleines Heuwägelchen im Kopf. Wenn wir Samen verfüttern, ist die Wahrscheinlichkeit um 14% erhöht, dass Beweglichkeit gesteigert wird. Jetzt aber. Bei Wüstenbären sind es 14% Vitalität. Bei Hochlandbären 14% Präzision, wobei ich nicht weiß, was ein Affenartiger mit Präzision soll. Ranken haben plus 14% in Überleben. Der Bovist hingegen hat plus 14% Wahrscheinlichkeit in Stärke. Alles ist, wie gesagt, Wahrscheinlichkeit. Die schattengewürzte Pflanzenfaser hat wieder aufgesplittet, plus 7% in Stärke und 7% in Vitalität. Das Gärmittel, das im hohen Norden gefunden werden kann, hat plus 7% in Stärke und plus 7% in Beweglichkeit. Hopfen und Malz, plus 7 in Vitalität, plus 7 in Überleben. Last but not least, die Purpurlotusblüte, die uns am meisten Heilung verursacht, hat plus 7 Stärke als auch plus 7 Vitalität. Bedenkt bitte, Freunde, wenn ihr das macht, das geht nicht auf die Attribute, sondern ausschließlich alle Werte, die ich vorgelesen habe, in die Wachstumschance als Boni auf die Prozente drauf. Das heißt also, wenn wir einen Bovisten verfüttern, kommt hier 64%, Klammer auf, plus 14, Klammer zu. Das heißt, wir haben 78%, dass als nächstes die Stärke erhöht wird beim nächsten Level.
Macht es immer so, wenn ihr einen Begleiter habt und ihr ihn habt, mitnehmt, um ihn zu leveln, legt ihm immer eine ausreichende Menge in das Inventar. Auch wenn ihr dadurch einen Platz verliert. Ich lege in der Regel immer 100 Stacks rein, wenn es denn dann möglich ist. Einfach, um sicherzustellen, dass der Begleiter selbstständig frisst, sobald er Wunden hat. Also im Kampf, eher gesagt nach dem Kampf. Das hilft euch, euren Begleiter am Leben zu halten, während er für euch kämpft. Nach 45 Minuten fallen die Boni weg und von dem, was ihr dann aktiv in seinem Inventar liegen habt und er das automatisch frisst, werden diese dann weitergesetzt. Ja, das war es auch gewesen. Ich hoffe natürlich, Freunde, dass euch dieser Guide gefallen hat. Er ist quasi ein Update zu dem ursprünglichen Guide, den ich vor gut einem Jahr online gestellt habe. Wenn euch diese Folge gefallen hat, denkt dran, Support ist kein Mord. Unterstützt mich und meinen Kanal, indem ihr zum Beispiel ein Abo da lasst, falls noch nicht geschehen. Natürlich auch die kleine Erinnerungsglocke neben dem Abo-Button mit aktivieren. So erfahrt ihr natürlich immer, sobald ich eine neue Folge hochgeladen habe. Ansonsten liken und kommentieren nicht vergessen. Es ist immer schön, mit jedem von euch in Kontakt zu treten. Wenn ihr irgendwelche Ideen für zukünftige Folgen haben solltet, könnt ihr mich natürlich einmal hier über YouTube kontaktieren, aber auch über meine Facebook-Seite, aber auch über Twitter. Die Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung nach wie vor. Ansonsten, wenn ihr eine Idee für eine spätere Folge habt, schaut bitte in mein doch sehr umfangreiches Guide-Archiv zu Conan Exiles. Dort sind weit über 200 Videos mittlerweile angekommen. Wenn ihr eine Idee habt, schaut, ob diese Idee nicht bereits verwirklicht worden ist. Sollte sie noch nicht dort auftauchen, schreibt mir einfach eine kurze Nachricht, was eure Idee ist und ich denke dann einfach drüber nach, ob ich das machen werde. So, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst euch von der Corona-Pandemie, ich nenne das immer nur C-Virus, lasst euch davon nicht anstecken. Nicht von der Pandemie, auch nicht von der Hysterie und macht einfach euer Ding. Betreibt eure Körperhygiene, so wie sonst auch. Reicht nicht unbedingt jedem Deppen die Hand, muss nicht unbedingt sein. Desinfiziert eure Hände mit Seife, reicht vollkommen aus. Ratschläge vom YouTuber, ich muss darüber immer lachen. Ansonsten lebt euer Leben. Wenn ihr arbeiten gehen könnt, geht arbeiten. Wenn ihr unter Quarantäne steht, gute Besserung. Ansonsten macht das Beste aus dieser Krisensituation, in der wir uns im Moment befinden. Lasst euch von eurer guten Laune nicht abbringen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, vor die Türe zu gehen, geht spazieren, genießt die Wärme, genießt die Sonne. Das hilft am besten. Ansonsten haltet die Ohren steif. Bis demnächst wieder hier auf meinem Kanal. Macht es gut. Ciao, ciao.